Live aus Berlin, das Thema bei Anne Will. Deutschland gespalten, in Europa isoliert. Wann steuern Sie um, Frau Merkel? Und das ist auch schon die einzige Frage, die die Bundeskanzlerin vor dieser Sendung kannte. Hallo, guten Abend und herzlich willkommen. Herzlich willkommen auch an Sie, meine Damen und Herren, dass Sie da sind. Wir freuen uns und guten Abend, Frau Bundeskanzlerin. Guten Abend, Sie wieder Frau Will. Sie können auch klatschen, meine Damen und Herren. Sie waren, Frau Bundeskanzlerin, Anfang Oktober schon einmal hier bei uns in der Sendung. Und da klangen Sie durchgängig sehr, sehr zuversichtlich, auch an der Stelle. Und die möchte ich Ihnen zu Beginn der Sendung gerne noch mal zeigen, als ich Sie gefragt habe, was Sie glauben, wie sich Deutschland, unsere Gesellschaft, durch die vielen Flüchtlinge verändern wird. Ich mache mir keine Sorge, dass die Gesellschaft nicht in ihrer Grundausrichtung vom Grundgesetz, von der sozialen Marktwirtschaft, von der Religionsfreiheit, von der Meinungsfreiheit, von allem, was uns stark und gut und auch liebenswert macht, dass das nicht bleibt. Knapp 5 Monate später haben Sie die Stärke und die Liebenswürdigkeit der Deutschen ein bisschen überschätzt? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube nach wie vor, dass das, was ich damals gesagt habe, auch weiter unser Land kennzeichnen wird. Es gibt natürlich im Augenblick harte Diskussionen, es gibt Polarisierung. Die gab es im Übrigen aber auch schon, als ich vor Monaten in dieser Sendung war. Wenn wir mal an Heidenau denken oder dass ich zum Beispiel schon bei meiner Neujahrsansprache 2014/15 gesagt habe, laufen Sie nicht denen hinterher, die letztlich nur Hass in ihren Herzen tragen. Also diese Tendenzen gab es, die Polarisierung ist größer geworden, aber ich glaube, der Grundcharakter unserer Gesellschaft, da bin ich auch ganz überzeugt, wird so bleiben. Und vielleicht führt uns ja auch die Frage der Diskussionen über Flüchtlinge, über Integration, die wir brauchen, dazu, dass wir noch mal mehr darüber nachdenken, was unsere Gesellschaft auszeichnet und was uns allen wichtig ist. Das heißt, Sie sehen Deutschland aber nicht gespalten? Ich sehe eine Polarisierung, das glaube ich schon. Es gibt viele, viele Diskussionen. Es ist eine Politisierung. Manche haben ja beklagt, dass wir in den vergangenen Jahren zu wenig diskutiert haben. Im Augenblick wird teilweise kontrovers in den Familien diskutiert. Und ich finde das wichtig. Ich finde auch, dass wir nicht aufhören dürfen, uns gegenseitig zuzuhören. Das ist vielleicht das Schlechteste, wenn man überhaupt nicht mehr aufeinander hört. Deshalb muss auch ich alle Argumente aufnehmen und überlegen, wie kann man darauf antworten. Aber ansonsten, glaube ich, ist es eine wichtige Zeit, eine Zeit, in der sich auch entscheiden wird, wie Deutschland in Europa dastehen wird. Und das hat viel mit unserem Wohlstand und mit unseren nationalen Interessen zu tun. Es gibt auch nationalistische Interessen, mindestens nationalistische Aktionen. Es gibt an einigen Stellen sehr wohl, das haben Sie jetzt noch nicht angesprochen, auch echte Radikalisierung. Und Sie haben, wie wir alle, vermutlich zuletzt das Szenen gesehen, die wir so nicht gekannt haben. Vielleicht auch nur, weil vorher keine Kamera dabei war, nämlich die in Clausnitz. Was haben Sie gedacht, als Sie die Bilder zum ersten Mal gesehen haben, Frau Merkel? Na, dass das abstoßend ist, dass das schrecklich ist. Ich muss allerdings sagen, dass wir ja auch im August schon Heidenau hatten. Das war auch nicht gerade. Da waren Sie, da sind Sie beschimpft worden als, ja, Volksverräterin. Klar, also das ist sozusagen in einer gewissen Kontinuität leider. Aber das ist durch nichts zu rechtfertigen. Das will ich ganz ausdrücklich sagen. Man kann Sorgen haben, man kann die Sorgen artikulieren, man kann auch friedlich demonstrieren gegen eine Politik, die Menschen nicht für richtig halten. Aber die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist der Artikel 1 unseres Grundgesetzes und das gilt für jeden, der sich in unserem Lande aufhält, egal ob er Deutscher ist oder Gast oder Flüchtling oder wer auch immer. Wenn Sie diese Bilder sehen, wenn Sie hören, was da gerufen wird, wenn Sie wissen, was damit verbunden ist. Ist das noch Ihr Deutschland und ist das auch Ihr Volk? Das sind Bürgerinnen und Bürger Deutschlands, die tun etwas, was ich zutiefst ablehne, was ich auch verabscheue. Dort, wo es kriminellen Charakter hat, muss man das auch dann bestrafen. Aber natürlich
geben wir auch niemanden auf, sondern versuchen immer wieder auch Menschen zu gewinnen und vor allen Dingen zu verhindern, dass andere Menschen so etwas nachlaufen. Würden Sie mit denen reden? Ja, wenn Sie zuhören, selbstverständlich. Hier hat man nur manchmal den Eindruck, dass manch einer gar nicht mehr zuhören möchte. Aber die, die Sorgen haben, mit denen rede ich selbstverständlich. Und ich mache für alle Menschen in Deutschland Politik und versuche, das, was ich glaube, was für uns als Land und wichtig ist, auch durchzusetzen, selbst in einer sehr schwierigen Situation und selbst wenn das nicht von heute auf morgen gelingt. Aus irgendeinem Grund haben Sie jetzt schon zweimal gesagt, es gab auch Heidenau schon. Das war im August, das war bevor Sie gesagt haben, wir schafften das. Aber wenn man sich anschaut, was passiert ist inzwischen, dass sich die Zahl der Straftaten gegen Asylunterkünfte beispielsweise in 2015 gegenüber 2014 verfünffacht hat, dass es die Hetze im Netz gibt, dass es Angriffe auf Politiker gibt, Regierungsvertreter werden beschimpft als Volksverräter, Bürgermeister, Landräte, es gibt Angriffe auf Journalisten. Es gibt also ein Maß an Demokratieverachtung, das man, glaube ich, so nicht kannte. Wirkt im Verhältnis dazu Ihr Satz und auch Ihr Versprechen, wir schafften das, allzu zuversichtlich, nicht zu Ende gedacht und wenn man böse mit Ihnen wäre, naiv? Nein, ich glaube gerade im Gegenteil. Ich glaube, dass der Satz umso wichtiger ist, weil er eine Richtung vorgibt. Ja, das gibt es alles, da haben Sie vollkommen recht. Und das entlädt sich jetzt auch, das traut sich auch nach außen zu dringen, angesichts von auch Problemen, die noch nicht gelöst sind. Es gibt auch anderes, da will ich zwei Dinge nennen. Es gab Köln und die Silvesternacht, die auch verheerend war. Verheerend vor allen Dingen auch deshalb, weil man viele Menschen den Eindruck hatten, darüber soll nicht gesprochen werden. Es wird zwar darüber gesprochen, wenn die einen hetzen gegen Flüchtlinge, aber es wird nicht gesprochen, wenn Flüchtlinge kriminelle Taten machen und verbringen. Und das ist etwas, was nicht sein darf. Das hat, fand ich wirklich verheerend. Es muss über alles gesprochen werden. Wer immer gegen unsere Rechtsordnung vorgeht, muss beim Namen genannt werden und auch zur Rechenschaft gezogen werden. Zweitens, was nun leider aber auch in den Hintergrund etwas tritt, sind die vielen, vielen, die nach wie vor für Flüchtlinge da sind, die ehrenamtlich tätig sind, die hauptamtlich tätig sind, die diese Arbeit machen und die auch unsere Gesellschaft ganz maßgeblich prägen und denen bin ich nach wie vor dankbar. Und denen sage ich, ja, es ist ein schwieriger Weg, es ist nicht einfach. Es geht um Deutschland, es geht um Europa, es geht um unser Ansehen, um unser Auftreten in der Welt angesichts von Bürgerkriegen und Terror. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Phase unserer Geschichte und deshalb danke ich denen ganz besonders. Ich bleibe bei der Verbindung zu dem wir schaffen das Versprechen und zu der Zuversicht, die darin drin lag. Und Edmund Stoiber, Ihr Unionsfreund, hat gesagt, Deutschland sei sehr wohl gespalten. Und Sie ahnen es, er hat auch einen Schuldigen ausgemacht, nämlich Sie und Ihre Flüchtlingspolitik, sagt, die habe Deutschland gespalten. Lassen Sie sich es auch an. Deutschland gespalten zu haben. Lasten Sie sich das an? Ich laste mir das nicht an, sondern ich sage ganz einfach, das ist eine Zeit und eine Herausforderung, die habe ich mir nicht ausgesucht, die hat sich Edmund Stoiber nicht ausgesucht, die hat sich niemand ausgesucht. Da gibt es einen Bürgerkrieg, da gibt es einen IS, da gibt es unglaublich viel Gewalt und Not vor unserer Haustür. Und da erleben wir plötzlich, dass diese Ereignisse in unser Land eintreten. Wolfgang Schäuble hat gesagt, das ist ein Rendezvous mit der Globalisierung, ganz anders, als wir sie bisher kannten. Und darüber gibt es Kontroversen in unserer Gesellschaft. Darauf sind viele nicht vorbereitet gewesen. Ja. Da fragen sich viele, wie reagieren wir darauf? Und da jetzt, sagt Edmund Stoiber, so wie Sie reagieren, ist die falsche Art zu reagieren und sagt, das spaltet unser Land. Edmund Stoiber sagt auch, es wäre ganz schrecklich, wenn Europa darüber kaputt ginge. Und das ist das, was mich leitet. Ich glaube, es ist im Deutschen. Sie wollen nicht darauf antworten. Doch, ich kann darauf antworten. Ich habe da einfach eine andere Meinung. Das kann ja vorkommen. Ich glaube, es gibt Gemeinsamkeiten mit Edmund Stoiber. Ich habe mich neulich gerade persönlich lange mit ihm unterhalten. Und da sind die Unterschiede sehr klar zum Ausdruck gekommen. Und er glaubt, dass wir als erstes und vielleicht fast ausschließlich auf Deutschland gucken müssen. Und ich glaube, wer auf Deutschland guckt, muss nach Europa gucken und muss über die Grenzen Europas hinaus gucken. Und wenn wir uns fragen wollen, wie wir das erreichen wollen, was wir ja gemeinsam erreichen wollen, nämlich ordnen, steuern, auch die
Zahl der Flüchtlinge, die zu uns kommt, spürbar reduzieren. Dann muss ich dort ansetzen, wo ich mich frage, wo kommen die her? Und muss mich darum kümmern und kann nicht einfach glauben, dass ich durch einseitige Grenzschließungen oder was auch immer das Problem beseitige. Und darüber geht die Debatte. Und die führe ich mit großer Entschiedenheit. Und dass da nicht alle meiner Meinung sind, damit muss ich leben. Wir haben schon viele politische Themen gehabt, bei denen nicht von Anfang an alle einer Meinung waren. Und trotzdem hat es sich dann als richtig herausgestellt. Und ich muss mich doch fragen, was ist nachhaltig richtig für Deutschland? Und da glaube ich, Europa zusammenzuhalten und auch Humanität zu zeigen, das ist wichtig. Aber Sie müssen sich sicherlich auch fragen, was richtet es an? Was macht es mit unserer Gesellschaft? Deshalb bin ich so eingestiegen. Sowieso will ich in der Sendung beide Teile mir anschauen. Deutschland gespalten, in Europa isoliert. Deshalb gestatten Sie mir, dass ich zunächst mal in Deutschland bleibe. Und nehme noch einen zweiten Satz auf, den Herr Stoiber auch im selben Spiegelgespräch gesagt hat. Er hat gesagt, es beginne etwas zu zerbrechen an innerer Gemeinsamkeit. Und der Präsident des Bundesverfassungsschutzes, hat diese Woche auch gesagt, wo dieses zerbricht, nämlich in der Mitte der Gesellschaft. Wir sehen Menschen, die bis vor kurzem vielleicht politisch indifferent waren oder Parteien wie CDU, SPD oder Linke wählten, als Demonstranten vor Asylbewerberheimen. Wir stellen in Teilen eine Radikalisierung dieser Menschen fest, eine zunehmende Bereitschaft, Straftaten gegen Asylunterkünfte zu begehen oder beifällig daneben zu stehen. Durch diese Erosion verwischt die Grenze zwischen rechtsextremistischer Szene und bürgerlichem Spektrum. Wenn es so ist, Frau Merkel, wie Maaßen analysiert, schlittert Deutschland dann, wenn es nicht sehr aufpasst oder wenn Sie nicht sehr auf dieses Deutschland aufpassen, wegen der Asyldebatte in ein zweites Weimar? Also das gleich vorneweg zu sagen, das glaube ich nicht. Aber das, was er beschreibt, Herr Maaßen, das ist eine Momentaufnahme, die müssen wir ernst nehmen. Aber das ist ja nicht meine Aufgabe. Meine Verantwortung heißt doch, das Problem, was die Menschen sehen, die Sorgen, die sie haben, so zu lösen, dass wir zum Schluss sowohl zu unseren Werten stehen können, als auch gleichermaßen das Thema lösen, indem zum Beispiel weniger Flüchtlinge zu uns kommen, wir aber dafür sorgen, dass sie ihre Heimat oder die Umgebung ihrer Heimat nicht mehr so verlassen müssen. Aber die, die sich da so radikalisieren, sind doch nicht überzeugt von diesem Weg. Nein, sie sind noch nicht überzeugt. Ich kann sie aber. Ja, ich denke, dass ich sie überzeugt kriege, wenn das Thema gelöst wird. Dafür brauchen wir aber eine bestimmte Zeit. Und ich sehe schon, dass natürlich viele Menschen ungeduldig sind. Dafür muss ich auch in gewisser Weise Verständnis haben. Kein Verständnis habe ich dafür, wenn man sich dann unflätig gegenüber Flüchtlingen ausdrückt oder kriminelle Handlungen begeht. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Das muss ganz klar gesagt werden. Da müssen wir auch ganz klar die Trennlinie ziehen und kein Verständnis äußern. Und ansonsten ist es eine Zeit, in der es sehr kontroverse Diskussionen gibt, in der ich auch deutlich machen muss, was möchte ich, woran arbeite ich? Und das werden wir ja auch noch besprechen. Und daraus wird sich eine Lösung des Problems ergeben, die nachhaltig ist und für die wir uns in ein, zwei Jahren nicht schämen müssen oder bei der wir vielleicht paar Wochen Ruhe haben, um dann anschließend zu sehen, dass das Problem wieder von Neuem vor uns steht. Aber Sie sehen sich nicht aufgefordert, wenn Sie jetzt hören, das ist das bürgerliche Spektrum, es ist die Mitte der Gesellschaft, es sind diejenigen, die CDU, SPD und Linke gewählt haben, so analysiert ja Herr Maaßen. Sie sehen sich nicht aufgefordert, denen zu sagen, okay, ich habe verstanden, ich steuere um. Nein, weil ich zutiefst überzeugt bin, dass der Weg, den ich eingeschlagen habe, der richtige ist. Das heißt natürlich nicht, dass man auf neue Ereignisse auch immer wieder nachjustiert. Wenn ich jetzt plötzlich viele Flüchtlinge aus Tunesien, Marokko oder Algerien habe, muss ich neue Länder zu sicheren Herkunftsländern erklären. Aber der Grundansatz. Das klingt sehr einfach. Sie sehen was und sagen, sicheres Herkunftsland. Nein, da muss ich darauf reagieren. Aber der Grundansatz zu sagen, ich reduziere die Zahl der zu uns kommenden Flüchtlinge, indem ich an den Fluchtursachen ansetze, ich versuche, die Außengrenzen zu schützen, ich versuche, die illegale Migration zu bekämpfen, wir versuchen, das Ganze zu legalisieren und aus den Händen der Schlepper herauszunehmen und wir versuchen, in Europa gemeinsam zu handeln. Das bleibt nach meiner festen Überzeugung nicht nur richtig, weil ich es denke, sondern weil ich glaube, dass es in unserem ureigensten Interesse ist. Deutschland liegt in der Mitte Europas. Deutschland profitiert von Europa. Und deshalb
lohnt es sich, dafür zu werben. Und wir wissen, dass in Europa viele Dinge etwas länger dauern. Aber in all den Fragen, Außengrenze schützen, Türkei-EU-Agenda, in all diesen Fragen sind inzwischen 28 Mitgliedstaaten einer Meinung. Und auch das, doch. Über den Weg sind sie, glaube ich, nicht einer Meinung. Aber Die Dinge, die ich eben gesagt habe, sind sie einer Meinung. Es gibt einen Punkt, wo nach wie vor Unklarheiten sind. Das ist, wer nimmt wie viele Flüchtlinge auf. Aber alles andere haben wir auf dem letzten Rat beschlossen. Priorität für die EU-Türkei-Agenda, Außengrenzenschutz, illegale Migration bekämpfen und europäische Lösung dahingehend, dass wir das Schengen-System wieder umsetzen wollen und die Durchwinkpolitik beenden wollen. Das ist jetzt mal der Status gewesen vom 18. Februar und daran werden wir dann am 7. März weiterarbeiten. Durchwinkpolitik wird im Moment anders behandelt von den Westbalkanländern und Österreich, die die Grenzen ziehen. Aber ich will tatsächlich erst nachher dahin, wenn Sie gestatten, und bleib bei dem Punkt, dass ich mir anschaue, was macht Ihre Politik mit unserer Gesellschaft? Sie haben nach wie vor ein positives Bild, anders Ihr Vizekanzler Sigmar Gabriel sieht Handlungsbedarf und fordert jetzt ein großes Sozialprojekt, auch für die deutsche Bevölkerung, um zu verhindern, so sagt er, und da sieht er ja was, dass die Gesellschaft auseinanderfliegt. Er führt aus, es fresse sich ein schlimmer Satz in die Mitte der Gesellschaft, für die macht ihr alles, für uns macht ihr nichts. Warum ist das, wie Wolfgang Schäuble jetzt sagt, erbarmungswürdig, was Gabriel da vorschlägt? Jeder hat seine eigenen Formulierungen, aber ich glaube, dass Herr Gabriel damit etwas sagt, was einfach nicht den Tatsachen entspricht. Der Satz ist schlimm und wir müssen alles tun, damit die Menschen nicht diesen Eindruck haben, aber sie brauchen ihn auch nicht zu haben. Und ich finde, die SPD und der Vorsitzende Herr Gabriel machen sich damit klein. Denn unsere ganze Legislaturperiode ist eine Legislaturperiode, wo wir viel für die Menschen in diesem Land gemacht haben. Wir haben nichts davon gekürzt, in Frage gestellt, sondern wir werden unsere Koalitionsvereinbarung weiter umsetzen. Und wenn Sie einfach mal dran denken, werden sehr gute Rentenerhöhungen haben. Wir haben Gehaltssteigerungen. Wir haben jetzt gerade am Freitag das Meister-BAföG erhöht. Wir haben so viel für die Pflegeversicherung gemacht, für die Älteren, wie wir seit Jahren nicht gemacht haben. Wir haben für die Palliativmedizin, für die Menschen, die im Sterben sind, etwas getan. Wir haben eine Krankenhausreform gemacht. Wir haben das Kindergeld erhöht. Wir haben die Mütterrente eingeführt. Wir haben die Rente mit 63 eingeführt. Das heißt, Sie sehen dass die Menschen sich benachteiligt fühlen gegenüber den Flüchtlingen? Ich habe eine andere Vorstellung von Politik, die heißt, den Menschen zu sagen, was wir getan haben, was wir tun werden und gar nicht sich einen solchen Satz überhaupt anfangen zu eigen zu machen. Natürlich haben die Menschen aber Angst, haben die Menschen vielleicht die Sorge, wir sprechen nur noch über Flüchtlinge und wir sprechen nicht mehr über ihre Sorgen. Und deshalb arbeiten wir ja auch daran, dass wir schnell wieder auch über andere Themen sprechen können. Aber so zu tun, als brauchten wir jetzt eine riesen zusätzliche Anstrengung, das sehe ich nicht, weil wir ganz Schritt für Schritt unsere Koalitionsvereinbarung, so wie wir sie uns vorgenommen haben, umsetzen, die Kommunen unterstützen, nächstes Jahr noch mehr als in diesem Jahr, besonders arme Kommunen, in Not geratene Kommunen mit einem besonderen Plan unterstützen. Wir haben für den Kita-Ausbau was gemacht. Und das wissen viele gar nicht mehr. Und ich finde, das müssen wir einfach gemeinsam sagen. Und gerade die Sozialdemokraten haben doch dazu auch einen großen Beitrag geleistet. Und da müssen sie doch ihr Licht jetzt nicht unter den Scheffel stellen. Na, das tut er ja vielleicht auch gar nicht. Hören Sie auf Veranstaltungen nie und berichtet Ihnen auch niemand, dass dieser Satz fällt. Für die macht ihr alles, für uns macht ihr nichts. Weil Sie auch wissen, ganz bestimmt, wie viele Kommunen auch sagen, oh, eigentlich würde ich die Turnhalle irgendwann auch gerne mal wieder zum Sporttreiben hergeben. Aber stattdessen sind da jetzt Flüchtlinge drin, bei aller Willkommenskultur, bei allem. Hätte ich gerne die Perspektive, dass ich wüsste, da wird irgendwas ausgeglichen. Außerdem kommen so viele Menschen hierher, dass man schon vielleicht auch auf den Gedanken kommen könne, auf den Herr Gabriel ja ganz offensichtlich gekommen ist und sagt, wenn man damit jetzt nichts macht, ich zitiere ihn nochmal, dann macht sich die CDU mitschuldig an der Radikalisierung im Land. Ja, ich finde, da sollte man sehr vorsichtig sein, sich jetzt gegenseitig die
Schuld zuzuschieben. Ich hätte da auch ein paar Argumente auf Lager, das mache ich aber nicht. Sondern wir haben hier eine gemeinsame Verantwortung. Ich finde, dass wir diese Verantwortung bis jetzt in der Koalition und auch gerade mit den Sozialdemokraten sehr gut wahrgenommen haben. Und wir werden über alles reden. Und da, wo Menschen Sorgen haben, dass bei ihnen etwas nicht passiert, was vielleicht sonst passiert wäre, werden wir alles tun, um das auch auszugleichen. Und gleichzeitig wird ja auch daran gearbeitet, dass gerade Turnhallen möglichst nicht mehr belegt sind. Es gibt schon eine ganze Menge Bundesländer, in denen das nicht mehr der Fall ist. Und natürlich verstehe ich die Menschen, die sagen, über meine Sorge, über meine Not muss auch gesprochen werden. Und ich versuche das bei meinen Wahlkampfkundgebungen auch zu tun. Im Augenblick ist nur das Interesse auch, wie geht es weiter mit den Flüchtlingen, sehr, sehr groß. Aber wir sagen jedem, dass seine Bedürfnisse nicht unter den Tisch gekehrt werden etwa, sondern berücksichtigt werden. Mhm. Und wir sprechen vor allen Dingen auch über Integration. Das ist nämlich auch eine der großen Sorgen. Und hierfür gibt der Bund bereits viel Geld aus. Und hier werden wir auch darüber sprechen, was wir zusätzlich tun müssen. 81% der Deutschen sind laut ARD-Deutschland-Trend von Anfang Februar der Meinung, die Bundesregierung habe die Flüchtlingssituation nicht im Griff. Ich weiß nicht, ob ich das richtig interpretiere, wenn gefragt wird, haben Sie das im Griff oder nicht? Und 81% sagen, Sie hätten es nicht im Griff. Ich interpretiere es so, dass es Ihnen in all den Monaten nicht gelungen ist, den Menschen zu vermitteln, Sie hätten einen wirklich funktionierenden Plan, wie Sie auf die vielen, vielen Menschen, die zu uns kommen, von denen wir gar nicht wissen, wie viele es noch sein werden, zu integrieren, mit ihnen umzugehen, sie erstmal auch aufzunehmen. Ja, also diese Umfrage hatte zwei Teile und ich komme gleich auf den nicht im Griff. Was mich in der Umfrage sehr gefreut hat, ist, dass über 90% gesagt haben, wir finden weiterhin, dass Menschen, die vor Krieg, vor Gewalt, vor Terror fliehen, bei uns Schutz finden sollten. Das finde ich eine ganz tolle Zahl, die ja doch Bände spricht. Zweitens, die Menschen sagen, ja, die Politik hat das noch nicht im Griff oder ich habe das noch nicht im Griff. Und da muss ich ganz einfach sagen, das verstehe ich, dass Sie das sagen. Weil ja das Thema zwar auf dem Weg, weil es auf dem Weg der Lösung ist. Statt im Oktober, als wir hier saßen, als am Tag durchschnittlich 7.000 Menschen zu uns kamen, kamen im Januar durchschnittlich 2.000 Menschen zu uns. Also wir sind auf einem vernünftigen Weg. Aber wir haben noch viele Schritte zu gehen. Und ich glaube, die Menschen werden so lange, wie sie den Erfolg und auch den nachhaltigen Erfolg noch nicht abschließend sehen, immer noch sagen, dass die Politik das noch nicht im Griff hat. Und angesichts der manchmal auch kontroversen Diskussionen in der Gesellschaft ist das ja auch nur zu verständlich. Ich finde das in Ordnung. Aber das, was mich beruhigt, ist, dass trotzdem die Schutzfrage für die, die Schutz brauchen, nicht in Frage gestellt wird. Die Umfrage stammt von Anfang Februar, habe ich Ihnen gesagt. Wussten Sie auch, weil Sie sie ganz offensichtlich auch selber sich angeschaut haben. Ja, sie ist, entstanden unter dem Eindruck dessen, was in Köln passiert ist. Das haben Sie ja eben auch angesprochen. Und diese Ereignisse von Köln stehen ja auch für das, dass sich Menschen, junge Frauen, nicht mehr geschützt fühlten. Silvester in Köln. Einerseits die Nacht, in der sich die Bürger vom Staat plötzlich alleingelassen fühlten. Wir haben keine deutschen Menschen mehr gesehen, nur ein paar verzweifelte kleine Gruppen, also Mädchen wie uns halt. Wir waren wirklich umzingelt von 50 Männern oder noch mehr, die uns von allen Seiten an grapschten. Und in dem Moment steigt die Panik in einem auf. Weil an dem Abend war die Polizei für uns gar nicht präsent und die Sicherheit hat für uns deutschen Frauen an dem Abend einfach nicht existiert. Und andererseits die Silvesternacht als Zäsur. Durch sie hat sich der Blick der Deutschen auf Flüchtlinge verändert. Die Soziologin Necla Kelek, ehemaliges Mitglied der Islamkonferenz, stellte danach fest: Das Problem ist nämlich, dass bisher bei aller Bereitschaft und Willkommenskultur sich kaum jemand darüber Gedanken gemacht hat, wer denn da massenhaft ins Land kommt. Hat Köln bei Ihnen was Ähnliches ausgelöst, dass Sie sich Gedanken gemacht haben, wer da massenhaft ins Land kommt? Also diese Gedanken habe ich mir schon vorher gemacht und ich glaube, Köln hat also in verschiedener Hinsicht verheerend gewirkt. Auf der einen Seite, was den Schutz der Frauen anbelangt, die ja hier eben auch zu Worte kamen.
Und es war leider eben auch ein lokales Versagen der Polizeiführung. Ich sage das nicht zu dem einzelnen Polizisten, aber da sind ja auch die Konsequenzen gezogen worden. Zweitens hat es schlaglichtartig auch vor Augen geführt, dass auch Flüchtlinge und zum Teil vielleicht auch schon länger in Deutschland befindliche, aber gerade auch insbesondere Nordafrikaner hier Taten begangen haben, die sind inakzeptabel. Drittens, dass der Eindruck, es soll nicht ans Tageslicht kommen, der entstanden ist, ganz verheerend. Und es zeigt, was die Integration für eine Aufgabe ist. Und da, glaube ich, sind wir gefragt, auch mit einer gewissen Strenge. Multikulti ist eben nicht die Antwort, einfach jeden so machen lassen, wie er möchte. Sondern das, was unser Land attraktiv macht, in den Augen vieler Flüchtlinge und auch lebenswert und warum sie hierher kommen, das beruht auch auf Regeln. Und diese Regeln müssen von Anfang an klar sein. Und deshalb ist Integration sicherlich nicht nur eine freiwillige Sache, sondern es gibt auch die Notwendigkeit, deutlich zu machen, dieses Land beruht auf der Gleichberechtigung von Mann und Frau, auf der Religionsfreiheit, auf der Meinungsfreiheit, auf Toleranz. Und dem muss sich jeder auch anpassen. Das verlangt sogar die Genfer Flüchtlingskonvention, dass das Flüchtlinge auch tun. Das Land, das ihnen Schutz gewährt, hat den Anspruch, dass man die Regeln dieses Landes einhält. Köln steht, Sie haben es angedeutet, für ein Versagen des Staates auch, weil es der Staat seiner Schutzfunktion der hier lebenden Menschen nicht nachkommen konnte. Das hat viele Menschen sehr erschrocken, die dann begannen, sich Pfefferspray zu kaufen oder einen kleinen Waffenschein oder sowas zuzulegen. Das ist verheerend, dass sich Menschen jetzt, auch die Kölner, unsicher fühlen. Wenn man aber gar nicht weiß, wie viele Menschen dann noch neu dazukommen werden, was lässt Sie dann daran festhalten, dass wir es schafften, die alle aufzunehmen und sie auch zu integrieren, ohne zu wissen, wer kommt, das hat das ja auch gezeigt, wer ganz genau kommt und wie viele es sein werden, weil sie uns ja nicht versprechen wollen, dass es nur eine begrenzte Zahl ist. Naja, wir arbeiten daran, das habe ich immer wieder gesagt, nicht nur zu ordnen und zu steuern, sondern auch die Zahl, in der in diesem Jahr zu uns kommenden Flüchtlinge spürbar gegenüber dem vergangenen Jahr zu reduzieren. Auf welche Zahl? Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil wir das nicht genau vorhersagen können. Und deshalb bin ich auch gegen eine starre Obergrenze. Aber warum krampfen Sie da so rum? Wenn man doch aus allem, was Sie sagen, heraushören kann, okay, eine Grenze wird sein 1,1 Millionen, denn sonst müssten wir nicht reduzieren. Ja, es werden im vergangenen Jahr auch nicht 1,1 Millionen gewesen sein. Dieses System, das so viele benennt, ist ein System, bei dem manche Doppelzählung auch dabei ist. Es werden unter einer Million sein, aber es werden sehr viele sein. Die genaue Zahl wissen wir dann erst, wenn wir diesen Ausweis, diesen Flüchtlingsnachweis flächendeckend eingeführt haben. Wir haben einiges an Ordnen und Steuern jetzt auch hinbekommen. Seit vor Weihnachten wird jeder Flüchtling, der deutschen Boden betritt, registriert. Und damit ist auch sehr viel mehr Ordnung reingekommen. Aber bei der Frage, wie viel genau werden es, da kann ich nur sagen, wir arbeiten daran, dass die Fluchtursachen bekämpft werden. Das heißt, wir haben hier einiges auf den Weg gebracht. Ich weiß nicht, ob der Teil schon dran ist, an dem ich das sagen darf oder nicht. Oder ob ich mich noch gedulden muss. Also bei der Fluchtursachenbekämpfung. Darf ich noch bleiben bei der Obergrenze? Ja, können wir noch bleiben. Dann will ich ganz deutlich sagen, vieles hängt auch davon ab, wie sich die Dinge insgesamt entwickeln. Schauen Sie, wenn in Syrien jetzt der Waffenstillstand hält, dann haben wir eine völlig andere Situation, als wenn in der Türkei statt 2,5, 3,5 Millionen Flüchtlinge sein werden, weil noch viele aus Aleppo fliehen. Das heißt, wir müssen daran arbeiten, dass der politische Prozess in Syrien vorangeht und an vielen anderen Dingen. Und deshalb kann ich nicht auf die Nummer genau sagen, Deutschland macht das und wenn dann andere Länder sehr, sehr stark belastet sind, dann ist für uns die Obergrenze erreicht. Das halte ich persönlich für falsch und da krampfe ich nicht, sondern da bin ich ehrlich und sage, dass unser Handeln dort liegen muss, wo die Flüchtlinge herkommen, dass unser Handeln im Schutz der Außengrenze liegen muss, dass wir dann auch versuchen müssen, den Schleppern das Handwerk zu legen und dann in einem Verhandlungsprozess, zum Beispiel mit der Türkei oder Syrien oder Jordanien, überlegen, wie viele Menschen kommen zu uns. Und diese Zahl hängt auch
von der Situation in diesen Ländern ab und nicht nur von uns. Dass, wie man in vielen politischen Prozessen verhandeln muss, Ausgleich finden muss, Balance finden muss, entweder mehr mit Geld helfen muss oder mehr Menschen aufnehmen muss. Das, und deshalb kann ich nicht alleine hier sagen, Deutschland macht das und keinen Menschen mehr. Meinen Sie nicht, Sie würden dadurch eine Menge Druck aus dem Kessel nehmen, wenn Sie den Deutschen versprechen könnten, dass sie es bei der Zahl X belassen und dann sagen, mehr kommen nicht? Ich habe mir vorgenommen, in einer so ernsten Frage und in einer so ernsten Phase, in der wir sind, nicht zu versprechen, was 3 Wochen hält und anschließend nicht mehr. Und ich habe mir vorgenommen, darauf eine vernünftige Antwort zu geben, die auch die Umstände um uns herum mit einbezieht und trotzdem das zu schaffen, was die Menschen erwarten, dass eben nicht jedes Jahr eine so große Menge von Flüchtlingen kommt, eine so große Zahl von Flüchtlingen kommt. Und ich glaube, dass wir da auf einem vernünftigen Weg sind und jemandem ein X für ein U vormachen, 4 Wochen Ruhe haben und anschließend sich revidieren müssen, würde die Enttäuschung über Politik viel, viel größer machen. Und wie soll ich eigentlich in die Türkei gehen und sagen, passen Sie mal auf, wir haben uns hier in Deutschland zusammengesetzt, wir sind der Meinung, diese Zahl ist es und keine mehr. Glauben Sie, dass ich dann eine vernünftige Abmachung mit einem anderen Land bekomme, bei dem gerade 70.000, 100.000 Menschen, jeden Abend sehen wir die Bilder, zwischen Aleppo und der türkischen Grenze sitzen. Wir rufen dann den Türken zu, bitte lasst doch diese armen Menschen mal rein, weil wir die Bilder nicht sehen wollen. Und anschließend sage ich, aber ich habe schon vor 2 Monaten festgelegt, wie viel Syrern wir helfen können. Das geht nicht. Da kann ich keine Abmachungen treffen, da kann ich keine Vereinbarung treffen. Und diese Freiheit brauche ich. Und ich glaube, wenn ich es gut begründe, werden viele Menschen mir die auch geben. Es gibt jetzt wieder diese Bilder von verzweifelten Flüchtlingen, die an der Flucht gehindert werden, die stecken bleiben. Diesmal stammen sie von der griechisch-mazedonischen Grenze. Da sehen wir Menschen, die eben nicht weiter fliehen können, die inzwischen auch wieder auf Autobahnen herumirren, aber diesmal nicht in Ungarn, sondern in Griechenland. Und anders als Anfang September vergangenen Jahres haben sie diesmal auch nicht veranlasst, die Menschen nach Deutschland zu bringen. Sind sie da aus Schaden klug geworden? Nein, ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Entscheidung im September richtig war. Ich will vielleicht noch mal einen Satz dazu sagen. Es wird ja immer gesagt, ich hätte die Grenzen geöffnet am 4. 5. September. Die Grenzen waren auf. Ich habe sie nicht zugemacht. Es waren im Juli bereits über 50.000 Menschen gekommen. Es waren im August 102.000 Menschen gekommen. Es sind dann im September 147.000 gekommen und im Oktober 211.000. Aber geöffnet habe ich sie nicht, sondern ich habe einfach das weitergemacht, was am Tag vorher mit Sonderzügen aus Ungarn sowieso schon passiert war. Hier haben wir jetzt eine andere Situation und da habe ich etwas anderes getan. Als ich gehört habe von der einseitigen Entscheidung Österreichs, wie ich fand, etwas unglücklich, genau vor dem letzten Rat am 18. Februar. Da habe ich gewusst, was jetzt passieren wird und habe darauf bestanden. Sie meinen die Obergrenzenentscheidung Österreichs? Ja, die Obergrenzenentscheidung Österreichs. Und da habe ich darauf bestanden, dass wir nicht bis zum 18. März warten, bis zu unserem regulären Rat, sondern habe gesagt, wir müssen uns am 7. März treffen. Es gab den einen Grund, dass der türkische Ministerpräsident nicht kommen konnte. Jetzt werden wir ihn zu 28 Staaten empfangen. Es gab vielleicht auch den Grund der Landtagswahl? Nee, eben gerade nicht. Deshalb, das wissen Sie, wenn Österreich diese Entscheidung nicht getroffen hätte, dann hätten wir auf unseren regulären Rat am 18. März warten können. Das wäre mir insofern sogar noch lieber gewesen, weil ich wusste, dass der NATO-Einsatz zum Schutz jetzt auch der Außengrenze ja jetzt erst anläuft. Und dann hätten wir damit auch ein bisschen Erfahrung haben können. Und dann hätten wir genau die Vorstellungen der Kommission umsetzen können. Dann wären vielleicht etwas weniger Flüchtlinge gekommen. Man hätte es jedenfalls, muss es beobachten. Dann hätten wir noch etwas mehr Zeit gehabt, Griechenland darauf vorzubereiten, dass sie die Unterbringungsmöglichkeiten bauen, die notwendig sind, damit sie auch ihrem Schengen-Außengrenzenaufgabe gewachsen sind. Dann hätten wir mal überlegen können, wie wir diese Umverteilung in Europa etwas schneller voranbringen, als das bisher der Fall ist. Und hätten für alle diese Fragen etwas mehr Zeit gehabt und wären zum gleichen Ergebnis gekommen. Weil nun aber Österreich entschieden hat, 80 pro Tag und kein mehr, ist nun das entstanden, was wir jetzt sehen. Griechenland bekommt Hilfe. Ich bin mit Alexis Tsipras in engem Kontakt, habe ihm auch unsere Hilfe angeboten. Aber sie haben UNHCR und glauben, dass sie einigermaßen, aber eben auch unter sehr schwierigen Bedingungen damit klarkommen. Und ich habe dann gesagt, wir müssen uns dann am 7. März treffen und uns die Sache angucken. Denn wir haben doch nicht Griechenland im Euro gehalten
um jetzt anschließend ein Land, was auch zur Eurozone, zum Schengen-Raum gehört, das viele Probleme hat. Und ich meine, eigentlich sollte Griechenland jetzt schon 50.000 Unterbringungsplätze haben. Das haben sie nicht geschafft. Das ist auch nicht gut. Aber dieses Land können wir doch jetzt nicht einfach im Stich lassen. Das ist genau das, wovor ich Angst habe. Wenn der eine seine Grenze definiert, muss der andere leiden. Das ist nicht mein Europa. Das passiert aber gerade jetzt. Ich hatte Sie gefragt. Sie haben nicht wiederholt, was Sie Anfang September, in dieser Nacht vom 4. auf den 5. September entschieden haben, nämlich, dass die Menschen, die da in Not waren, nach Deutschland gebracht würden. Sie haben diesmal ja nicht veranlasst, dass Menschen zu uns gebracht werden. Deshalb habe ich gesagt, jetzt ist etwas passiert, möglicherweise. Vielleicht hat sich auch Ihre Haltung ein wenig verändert. Oder Sie sagen, es war doch ein Fehler, damals die Ungarn-Situation zwar gemacht zu haben, da gibt Ihnen ja jeder recht und sagt, das war humanitär ganz wichtig. Aber nicht hingegangen zu sein und diese als eine absolute Ausnahmesituation bezeichnet zu haben und außerdem, das halte ich für ebenso wichtig, vielleicht noch wichtiger, die anderen europäischen Partner nicht eingebunden zu haben in diesem Moment. Kriegen Sie dafür im Moment die Quittung, weil man Ihnen eben nicht folgt? Sie haben ja gerade bezeichnet, was Sie richtiger gefunden hätte, wie Europa vorgegangen wäre. Aber die anderen europäischen Staaten haben sich anders entschieden. Also erstmal glaube ich, dass das in der Nacht ein, man kann es auch als humanitären Imperativ nennen, war. Zweitens war es aber auch in dem Gesamtkontext gar nicht so etwas Besonderes. Das habe ich ja schon mal versucht darzulegen. Es sind im Juli über 50.000 über die Grenze gekommen. Es sind im August 102.000 über die Grenze gekommen. Damals wurde ich noch beschimpft, dass ich noch kein Flüchtlingsheim besucht hatte. Und dann im September sind am Tag vorher mit den Fahrkarten, die Viktor Orban hat die Flüchtlinge kaufen lassen, Sonderzüge nach Deutschland gekommen. Und plötzlich hat er die Menschen mit Fahrkarten nicht mehr in die Züge gelassen. Sie haben sich persönlich auf den Weg gemacht. Und auch danach haben wir ja noch viele Flüchtlinge aufgenommen, die auch einfach kamen und die im Übrigen schon alle auf dem Wege nach Europa waren. Und deshalb war das richtig. Und heute sind wir weiter. Und deshalb, wir hatten im Oktober eine Westbalkan-Konferenz. Wir haben darüber gesprochen, dass alle die Länder und auch Griechenland sich Unterkunftsmöglichkeiten schaffen müssen. Und damit Griechenland eben nicht jetzt 4 Wochen so da sitzt und keiner ihm hilft, werden wir nächsten Montag uns genau über diese Frage unterhalten. Und ich bin, wie gesagt, mit Griechenland in engstem Kontakt. Aber ich wundere mich jetzt, Frau Merkel, dass Sie ein so positives Bild der Europäischen Union in der Flüchtlingsfrage noch zeichnen. Da sind andere ja ganz anderer Meinung. Sie haben das auch mitbekommen, was Jean Asselborn, der luxemburgische Außenminister, die Woche gesagt hat, anlässlich oder bei dem Treffen der europäischen Innenminister. Er hat gesagt, wir haben keine Linie mehr. Wir steuern irgendwie in eine Anarchie hinein. Glauben Sie wirklich noch, dass diese anarchische EU, so beschreibt er sie, bei ihrem Plan einer gemeinsamen europäischen, von mir aus europäisch-türkischen Lösung mitmacht? Also ich schätze den Außenminister Luxemburgs wirklich sehr. Aber ich muss ganz einfach sagen, wir haben doch als Politiker eine Verantwortung. Ich kann irgendwas beschreiben, eine Situation, das ist schön. Das kann man machen, wenn man Soziologe ist oder vielleicht Journalist und so weiter. Wir als Politiker haben die Aufgabe, aus schwierigen Entwicklungen etwas Vernünftiges zu machen. Und das ist das, was mich treibt und was mich prägt. Und ich glaube, das wird auch die Verantwortung der 28 Staats- und Regierungschefs sein. Aber ich glaube, Asselborn ist verzweifelt, dass es nicht gelingt. Klar, ich bin manchmal auch verzweifelt. Dann sage ich einen Satz und dann sage ich, wie ich mir vorstelle, dass aus der Verzweiflung wieder was Vernünftiges wird. Dafür ist man Politiker. Man ist nicht Politiker dafür, dass man die Welt beschreibt und sie katastrophal findet. Geht manches zu langsam, es geht manches nicht schnell genug, es gibt widerstreitende Interessen in Europa. Aber meine, wenn ich es jetzt so etwas hart sage, verdammte Pflicht und Schuldigkeit besteht darin, alles dafür zu tun, dass dieses Europa einen gemeinsamen Weg findet. Und jetzt haben wir am 18. Februar zum ersten Mal, wie ich fand, eine Gemeinsamkeit aufgebaut, die wichtig ist. Wir haben gesagt, Außengrenze schützen. Keiner sagt etwas anderes. Doch. Schengen erhalten. Nein, wer sagt? Aber die haben eine neue Außengrenze gefunden. Ich glaube, das können wir uns ja mal auf der Karte anschauen, was inzwischen passiert ist, mit was die Länder entlang der sogenannten Balkanroute gemacht haben. Da sehen wir weiß eingetragen den Hauptfluchtweg der Menschen, die aus der Türkei dann nach Griechenland kommen und treffen dann auf die erste Grenze, nämlich die griechisch-mazedonische, die jetzt im Moment anmutet wie
eine neue europäische Außengrenze. Mazedonien ist, wie alle wissen, kein Mitglied der Europäischen Union. Und überall, Sie sehen es, sind nationale Lösungen gefunden worden, Zäune entstanden, Schlagbäume runtergegangen, bis hin zu Österreich, das auch gesagt hat, stopp, wir wollen niemanden mehr aufnehmen. Mit dem Ergebnis, dass man, und das ist sicherlich nicht so beschlossen worden und ist eben deren eigener Weg, mit dem Ergebnis, dass inzwischen zum Teil nur noch 50 Menschen in Deutschland eintreffen. Könnte man sagen, die anderen haben inzwischen das Problem für sie gelöst? Nein, das kann man nicht sagen, wenn man die Bilder aus Griechenland sieht, weil genau das eingetreten ist, was man ja befürchten musste, dass ein Land mit den Schwierigkeiten jetzt sitzen bleibt. Und das dürfen wir nicht zulassen. Aber die lassen das doch zu. Die anderen lassen es zu. Ja, und sie finden es eine Lösung. Ja, ich weiß nicht, ob Sie es wirklich eine Lösung finden. Wissen Sie, das Problem, ist, Sie haben jetzt eigenständig und eigenmächtig gehandelt. Und das ist nicht gut, wenn ein Land nicht mit einbezogen wird. Und Griechenland hat man einfach außen vor gelassen. Man hat von Mazedonien aus die Grenze gesichert, hat aber nicht mit Griechenland darüber gesprochen, ob Griechenland seinerseits seine Grenze sichern will, weil es natürlich eine bestimmte Verantwortung im Rahmen des Schengen-Systems hat. Und dass wir dann Griechenland helfen, mit der großen Zahl von Flüchtlingen, die jetzt in Griechenland angekommen sind, auch klarzukommen. Und jetzt glaube ich, besteht der Unterschied in Folgendem. Alle haben unterschrieben, wir wollen unsere Außengrenze schützen und wollen dem Plan EU-Türkei-Zusammenarbeit und auch der NATO-Mission die Priorität, also den Vorzug einräumen. Aber Sie haben ja recht, ich verstehe ja Ihre fragende Haltung. Aber viele glauben an diesen Weg nicht. Und sagen, Entschuldigung, aber viele glauben an diesen Weg nicht und sagen, ach, wer weiß, ob das was wird und so weiter. Und wenn ich so an etwas herangehe, dann glaube ich, wird das auch nichts. Und deshalb bin ich jemand, der kann sich nicht permanent mit irgendwelchen anderen oder kurzfristigeren Lösungen befassen, weil er mal schon mal vorbaut, dass die eigentliche Lösung, die im Grunde jeder richtig findet, wahrscheinlich ja doch nicht klappt. So werden sie nie, glaube ich, Erfolge erzielen. Und deshalb stürze ich mich jetzt oder gebe ich meine ganze Kraft auf genau diesen Weg, den alle für vernünftig halten, nur an den viele noch nicht richtig glauben. Und an dem sind wir doch vorangekommen. Wir hatten, wenn doch die Osteuropäer sagen, sie wollen gar keine Flüchtlinge, dann ist doch im Grundsatz, im Hauptprinzip der ganzen Überlegung keine Einigkeit da. Jetzt bleiben wir doch mal bei der Außengrenze. Und in dem Moment nämlich, wo der Eindruck oder weg wäre, wir können da ja sowieso nichts machen. Ja. Die Schmuggler, die Schlepper, die haben hier die Gewalt über uns. Es kommt, wer kommt. Und da gibt es keine Ordnung und keine Regelung. In dem Moment sind viele auch sehr zurückhaltend und sagen, wo soll das hinführen? Das heißt, jetzt diesen Weg zu gehen, auch mit einer NATO-Mission noch mal die Kontrolle zu machen. Die Türkei hat sich damit zu wirklicher Transparenz auch verpflichtet. Denn die Schiffe der NATO, die werden jetzt orten, wo sind diese Schlauchboote? Und dann wird man ja auch sehen, was kann die türkische Küstenwache machen? Muss man sie unterstützen? Wie kann Frontex helfen? All das wird viel transparenter werden. Das ist ein Riesenschritt der Türkei, sich auch auf unsere gemeinsame Aufgabe einzulassen. Und wenn dieser Grenzschutz besser funktioniert, dann werden auch viele noch mal nachdenken und sagen, ist es nicht im Sinne einer Lastenteilung mit der Türkei, dann auch richtig Flüchtlinge aufzunehmen. Und die 160.000, die wir leider noch nicht verteilt haben und wo es ewig langsam geht, da kann ich Sie vollkommen verstehen. Und Sie haben gesagt, selber im Bundestag in der Regierungserklärung Mitte Februar, wir würden uns lächerlich machen, wenn wir da über weitere Kontingente sprechen, weil wir erstmal mit diesen Sachen klarkommen müssen. Mhm. Aber vielleicht bringen diese Bilder ja jetzt vielleicht doch einen gewissen Effekt. Auf jeden Fall, ich konzentriere mich voll auf den Weg, den ich für das Vernünftigste halte. Und ich finde, wenn wir mal gucken, als wir das letzte Mal hier saßen, sind wir da auch vorangekommen. Es gibt 3 Milliarden Euro. Es werden die ersten Projekte jetzt realisiert. Wir haben in der Türkei für die syrischen Flüchtlinge. Wir haben jetzt angefangen, dort die Ägäis zu überwachen. Wir haben mit der Türkei bilaterale Abkommen zur gemeinsamen Polizeiarbeit abgeschlossen. Das alles mag manch einem zu langsam gehen. Ich glaube, dass es der einzig vernünftige Weg ist, in Kombination
nicht nur für die Flüchtlinge in der Türkei etwas zu machen, sondern auch in Jordanien, im Libanon, durch die Londoner Konferenz. Können wir jetzt sagen, die Ernährung wird in diesem Jahr klappen, es wird nicht wieder Lebensmittelrationen gekürzt. All das sind die Schritte, die uns wirklich und nachhaltig voranbringen werden. Ich bleibe bei dem Punkt, dass aber die Westbalkanstaaten, auch die osteuropäischen Staaten, ich glaube immer mit Ungarn an der Spitze, nicht von ihrem Weg überzeugt sind, deshalb einen eigenen gewählt haben und auch mit martialisch anmutenden Mitteln umgesetzt haben. Die griechisch-mazedonische Grenze zu schließen, ist das nur die zweitbeste Lösung oder die Lösung, die auf dem Sondergipfel nächsten Montag die einzige Lösung bleibt? Also ich muss noch mal sagen, man kann ja sagen, die haben jetzt aus Verzweiflung, weil alles so langsam geht, gehandelt. Und trotzdem glaube ich, dass die deutsche Verantwortung eine andere ist. Die deutsche Verantwortung muss eine Verantwortung sein, das Problem nicht zulasten eines Landes zu lösen, sondern mit allen Ländern. So haben wir es bei der Euro-Krise gemacht und so müssen wir es jetzt auch bei der Flüchtlingskrise machen. Damit würden Sie Herrn Orbán recht geben und sagen, es ist kein europäisches Problem, es ist ein deutsches Problem. Nein. Deshalb löst Deutschland das alleine und es gibt nachher, ich spitze jetzt zu, gar keine europäisch-türkische Lösung, sondern vielleicht nur eine deutsch-türkische Lösung. Deshalb habe ich ja so darauf hingewiesen, dass selbst Herr Orbán, den Sie jetzt nennen, dem Vorrang der EU-Türkei-Agenda zugestimmt hat, dem Schutz der Außengrenze zugestimmt hat, nur dann eben sagen würde, pass mal auf, das dauert mir alles zu lange, das klappt sowieso nicht. Und wenn ich wiederhole mich, wenn ich so daran gehe, dann wird das auch nicht klappen. Wenn ich der Türkei sage, pass mal auf, ich mache jetzt hier mit dir ein Abkommen, aber ich sag dir mal gleich, ich glaube nicht dran und fange mal jetzt meine eigenen Sachen an. Und ich finde, dass wir das doch nicht so machen können, dass wir jetzt Griechenland einfach sitzen lassen. Und deshalb werden wir am nächsten Montag darüber sprechen, wie wir mit Griechenland trotzdem Schritt für Schritt das Schengen-System wiederherstellen können. Und welches Druckmittel haben Sie da? Wenn die doch sehen, wir haben jetzt eine eigene Lösung gefunden, die für uns zumindest funktioniert und Griechenland ist uns jetzt erstmal egal. Glauben Sie ernsthaft, dass alle Euro-Staaten im letzten Jahr bis zum letzten gekämpft haben dafür, und da waren wir ja noch die strengsten, dass Griechenland im Euroraum bleibt, um anschließend ein Jahr später Griechenland sozusagen ins Chaos zu stürzen. Ja. Und Griechenland selber hat... Aber damals waren Sie doch auch in einer anderen Situation. Da konnten Sie das mit Geld lösen. Diesmal sind Sie auf Wohlwollen angewiesen. Sie sind gleichsam in der Rolle eines Bittstellers. Das ist was ganz anderes. Nein, ich bin nicht in der Rolle eines Bittstellers. Und ich bin überhaupt ja hier in keiner vorrangigen Rolle, sondern alle sind in einer verantwortungsvollen Rolle. Und alle wollen, dass Schengen erhalten bleibt. Das ist unser... sozusagen unser Asset. Wir wollen, dass die Freizügigkeit der Bewegung erhalten bleibt. Das wollen im Übrigen auch Polen. Das will die Tschechische Republik. Ich meine, Viktor Orbán, nur damit man auch mal weiß, macht jetzt eine Volksabstimmung über die Frage, ob 1.294 Flüchtlinge nach Ungarn kommen können. Das wäre der Anteil an den 160.000. Und da könnte er wahrscheinlich noch, weil er viele ukrainische Flüchtlinge hat, sogar noch was gegenrechnen. Und ich meine, das ist doch eine prinzipielle Frage und das kann ich nur ablehnen, so vorzugehen. Aber jetzt noch mal zurück. Ich habe gespürt, auch am 18. Februar, dass, wenn es um die Frage geht, was passiert mit Europa, wollen wir einen Rückschritt machen oder wollen wir doch vorankommen, auch ökonomisch vorankommen, was die Menschen anbelangt, die Freizügigkeit, die wirklich ein hohes europäisches Gut ist. Kann man eine gemeinsame Währung haben, wenn man das Europa wieder durch Grenzen sozusagen zerteilt? Was bedeutet es für den Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union, wenn Europa sich vor den Augen der Briten so zerlegt? Alle diese Fragen haben bei den Staats- und Regierungschefs in ihrer großen Mehrheit eine große Rolle gespielt. Und deshalb gibt es diesen Wunsch, das zu lösen. Es geht manchmal zu langsam. Aber ich werde, weil Deutschland auch ein starkes Land ist, Deutschland ist die größte Volkswirtschaft, Deutschland hat hier eine Verantwortung, ich werde die Gemeinschaft mit den anderen sehr suchen. Und gerade die niederländische Präsidentschaft, der niederländische Premierminister Mark Rutte unterstützt mich sehr jetzt auch gerade bei der Umsetzung der EU-Türkei-Agenda. Die Kommission ist auf unserer Seite. Donald Tusk wird jetzt noch mal eine Reise machen in all die Länder. Ich glaube, da ist langsam, sehr spät, was in Bewegung gekommen, weil uns plötzlich vor Augen steht, wo führt das hin,
wenn wir uns alle nur um uns selbst drehen und nicht umeinander gemeinsam kümmern. Schließen Sie aus, dass Deutschland am Schluss alleine dasteht und das einzige Land ist, das sich bereit findet, ein Kontingent aus der Türkei dann aufzunehmen? Wenn uns der Schutz der Außengrenzen gelingt und die Türkei dazu ihren Beitrag leistet, dann schließe ich aus, dass wir die Einzigen sind, ja. Ganz eindeutig. Was, wenn das alles schief geht am nächsten Montag, wenn Sie sich nicht durchsetzen, anders als Sie im Moment noch vermitteln uns, wenn Sie sich nicht durchsetzen mit dieser gemeinsamen europäisch-türkischen Lösung, ziehen Sie dann Konsequenzen für sich? Nein, dann muss ich ja weitermachen. Also wenn es am nächsten Montag nicht wird, das ist ein wichtiger Gipfel, das will ich gar nicht in Abrede stellen, dann haben wir am 18. den nächsten. Und ich weiß auch nicht, ob wir nächsten Montag werden wir noch nicht die perfekte NATO-Operation in perfekter Zusammenarbeit mit der türkischen Küstenwache haben, sondern allenfalls erste Eindrücke. Und da wird auch nicht sozusagen die Zahl der Flüchtlinge, die in Griechenland ankommen, auf null gegangen sein. Aber ich glaube, dass wir auf einem Weg sind und ich kämpfe für diesen Weg. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Man kann doch nicht immer zwei Sachen machen. Man sagt, also ich kämpfe jetzt mal darum, dass ich das und das schaffe. Aber im Hinterkopf habe ich schon, wahrscheinlich schaffe ich es nicht, also mache ich das andere. Das ist die anderen machen es so, ne? Ja, kann sein. Ist aber nicht besonders erfolgsversprechend. Und ich glaube, dass ich Deutschland, ich habe ja mal gesagt, ich möchte Deutschland dienen. Ich glaube, dass ich Deutschland diene, wenn ich es anders mache, wenn ich mich mit vollem Einsatz in diese Sache hineinbringe. Und ich habe dafür auch viele Unterstützer. Das freut mich auch. Schließen Sie aus, dass Sie in der Not, weil die anderen nicht mitgezogen sind und festhalten an Ihren Grenzschließungsmaßnahmen, Ihren nationalen Lösungen, dass Sie als deutsche Bundeskanzlerin auch eine nationale Lösung treffen. Wir lesen jetzt davon, in Bayern würden angeblich schon Vorbereitungen laufen, um die deutsch-österreichische Grenze zu schützen. Ich bin sehr optimistisch, dass uns der europäische Weg gelingt. Und wie gesagt, es ist überhaupt nicht die Zeit, über Alternativen nachzudenken. Und deshalb braucht man sich gerade in der augenblicklichen Situation, wo ja sehr wenige Flüchtlinge kommen, wo auch die, die kommen, registriert werden. Selbst vor der Schließung der Grenzen kamen ja so viele, dass wir das recht gut im Griff hatten. Es waren immer noch zu viele, wenn man es auf das Jahr hochrechnet. Aber ich glaube, dass der andere Weg Erfolg haben kann und dass es sich absolut lohnt. Das ist ja immer die Abwägung. Lohnt es sich zum jetzigen Zeitpunkt noch für diesen Weg zu arbeiten? Und ich sage eindeutig ja. Schließen Sie aus, dass es eine nationale Lösung wirklich gibt? Oder haben Sie diesen Plan B auch? Nein, ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Ich arbeite für einen anderen. Was, wenn? Das ist der nächste Termin, der ansteht. Das ist immer so, ich antworte im Allgemeinen auf spekulative Fragen, antworte ich nicht. Das hat keinen Sinn, immer zwei Dinge gleichzeitig zu bewegen. Wir müssen jetzt vorangehen. Und ich bin guten Mutes, wenngleich es immer länger dauern wird, als viele Menschen sich erhoffen, dass wir Schritt für Schritt vorankommen. Und das, was wir jetzt schon geschafft haben, ich habe ja gesagt, ich mache eine Zwischenbilanz. Und diese Zwischenbilanz habe ich angesetzt am 29.11., wo wir den ersten EU-Türkei-Gipfel hatten. Und seitdem haben wir Lebensmittel für dieses Jahr für alle Flüchtlinge, Schulbildung für alle Flüchtlinge durch die Londoner Konferenz, die 3 Milliarden für die Türkei. Die Flüchtlinge in der Türkei haben jetzt eine Arbeitserlaubnis, die können arbeiten gehen. Wir haben, wie gesagt, die Vorkehrungen für einen besseren Außengrenzenschutz geschaffen. Da kann man doch nicht einfach das fallen lassen und sagen, wird nichts. Ich glaube, dass wir besser dabei sind, als vielleicht manch einer denkt, aber dass noch eine Wegstrecke vor uns liegt. Sie sind nicht nur Bundeskanzlerin, Sie sind auch Parteivorsitzende der CDU. Deshalb haben Sie auch noch einen nächsten hochinteressanten Termin für Sie, nehme ich an, nämlich die Landtagswahlen am 13. März. Was, wenn, stelle ich noch mal so eine Frage, was, wenn diese Landtagswahlen schiefgehen und weder Julia Klöckner noch Guido Wolf in Ihren Ländern gewinnen? Auch da muss ich Sie wieder enttäuschen wegen der Spekulation. Ich bin jetzt sehr viel im Wahlkampfeinsatz. Ich kämpfe mit den beiden zusammen unter nicht immer ganz einfachen Bedingungen, das ist gar keine Frage. Und auch da, glaube ich, werden die nächsten Tage noch mal sehr entscheidend sein. Und nur wer von sich selbst überzeugt ist und wer an sich selbst glaubt, kann auch wirklich Erfolge erringen.
In Baden-Württemberg ist die Lage nicht ganz einfach. Der Ministerpräsident unterstützt meine Politik auch. Das finde ich schön, ja, und freut einen natürlich. Aber eins ich meine, gelesen zu haben, dass sowohl Julia Klöckner als auch Guido Wolf von Ihnen abgerückt werden. Also erstmal möchte ich meinen Satz noch zu Ende führen. Der Ministerpräsident dort unterstützt auch vieles und ich freue mich über alle Unterstützung. Ich sage aber den Wählerinnen und Wählern, wer mich wirklich unterstützen will, der sollte in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz CDU wählen. Und was die Abrücken anbelangt, so geht es ja da um diesen einen Plan, den Julia Klöckner A2 genannt hat. Ja. Der hat ein paar Dinge, die sind durchaus Konsens. Wenn man zum Beispiel von Grenzzentren spricht, dann haben wir die Aufnahmezentren oder von mehr Planbarkeit, da kann man vieles machen. Wenn es sich um eine Obergrenze handeln sollte, eine fixe, dann gibt es da einen Unterschied. Aber ansonsten sind wir da sehr gemeinsam unterwegs und Sie können uns mit Funk und Medien gerne begleiten, tun Sie ja auch. Und dann werden Sie sehen, wie interessiert die Menschen auch sind, wie sie zuhören, muss ich sagen. Es ist für viele eine spannende Zeit, zum Teil draußen auch mich angreifen, das gehört auch zur Demokratie dazu. Aber insgesamt kann ich mich über Mangel an Zuhörern nicht beklagen. Es ist auch eine Zeit, in der eine Partei rechts von der CDU mega stark geworden ist, nämlich die AfD. Lasten Sie sich das an? Nein, das laste ich mir nicht an, aber das beschäftigt mich natürlich auch. Und ich glaube, wir müssen hier einen ganz klaren Strich ziehen zwischen dem, was demokratisch vertretbar ist und vielen sehr rechten Tendenzen bis hin zu Erwägungen von Schießbefehl. Und jeder, der zur Lösung, zur konstruktiven Lösung etwas beitragen möchte, den ermuntere ich, eine der demokratischen Parteien und als CDU-Vorsitzende natürlich im Zweifelsfalle CDU zu wählen. Ich glaube, wenn das Problem gelöst ist, wir haben ja darüber gesprochen, dass es in den Augen der Menschen verständlicherweise noch nicht gelöst ist, dann wird der Zuspruch auch wieder zurückgehen für diese Partei. Und das spornt mich an, noch intensiver, noch schneller die richtige, aber auch nachhaltige Lösung zu finden. Haben Sie sich das eigentlich auch alles viel einfacher vorgestellt mit der Lösung der Flüchtlingsfrage? Ich habe gewusst, dass es sich wahrscheinlich um das, na nicht wahrscheinlich, dass es sich um das schwierigste Problem handelt, was wir uns in den letzten Jahren, was wir in den letzten Jahren zu bewältigen hatten. Also das schwierigste Problem Ihrer Kanzlerschaft da? Bislang würde ich sagen, ja. Man weiß ja nie, was noch kommt, aber bislang ja. Die internationale Finanzkrise war schon eine große Herausforderung, das haben wir gut geschafft. Die Eurokrise war eine Riesenherausforderung. Zum Schluss hat Europa zusammengehalten, auch wenn ich da oft sehr alleine war und viele Kämpfe auch durchführen, fechten musste, genauso wie Wolfgang Schäuble. Und diese Krise ist dadurch so anders, dass ja Menschen zu uns kommen, Menschen mit einem anderen kulturellen Hintergrund, wo die Menschen hier sich eben fragen, was macht das mit unserem Land, ist die Integration zu bewältigen, wie wichtig ist die Integration, schaffen wir das materiell, all die Fragen, die wir ja heute schon diskutiert haben. Aber ich bin doch Bundeskanzlerin dafür, dass ich das, was auf unser Land zukommt, löse mit anderen zusammen. Und den besten Weg, also sozusagen die ureigensten Interessen Deutschlands vertrete. Und ich denke hin und her und ich habe wahrscheinlich überhaupt noch nicht so viel nachgedacht wie über diese Frage. Ich weiß ja auch, wie es in den Kommunen aussieht. Ich weiß, wie es in Landkreisen aussieht. Ich weiß, wie viele Menschen Überstunden gemacht haben. Was die Polizisten leisten, die jetzt auch Hunderttausende Überstunden haben. All das ist mir bewusst und trotzdem glaube ich, können wir aus dieser Herausforderung stärker herauskommen, als wir in sie hineingegangen sind, inklusive Europa. Und das ist die Mühe wert. Was müsste passieren, dass Sie sagen, nee, ich sehe es nicht mehr, ich steuere um? Ich sehe nichts, was das hervorrufen könnte, weil das alles gut durchdacht ist und ja auch logisch. Es zweifelt ja auch an dieser Logik keiner. Auch Horst Seehofer sagt, ich wünsche dir Erfolg auf diesem Weg. Leider glauben so viele nicht dran. Und ja, auch nicht. Na, nicht so wie ich. Mhm. Und deshalb wünsche ich mir möglichst viele, die mit dran glauben. Dann kann man auch Berge versetzen. Und ich denke, es ist der Weg, den wir gehen müssen in einer zusammenwachsenden Welt, in einer Welt, wo wir auch in 10, 20 Jahren mit unserer Nachbarschaft noch
gut leben wollen und so wie Europa ein Projekt von Brückenbauern ist, von Brücken, die damals nach dem Zweiten Weltkrieg haben, Erbfeinde, wie man das genannt hat, Deutschland und Frankreich zueinander gefunden. Und jetzt müssen wir Brücken bauen und uns um die Menschen kümmern, die in Not sind, damit sie nahe der Heimat bleiben können. Und dann werden wir auch das schaffen, dass wir die Zahl der Flüchtlinge bei uns reduzieren. Frau Bundeskanzlerin, danke für das Gespräch. Danke, dass Sie bei uns waren. Danke an Sie, meine Damen und Herren. Nach uns die Tagesthemen, wir dann nächsten Sonntag wieder. Bis dann. Tschüss. Danke.